Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, meine Liebe, mein Lieber. Lass uns mal über die Gefühle der Ohnmacht und der Macht sprechen, sich ohnmächtig fühlen, sich machtlos fühlen. Das sind ja oftmals so Dinge, gerade auch wenn wir versuchen, unseren Seelenplan zu entdecken, unseren Seelenberuf zu kreieren, was überhaupt das eine Ding ist, was uns ausmacht, dann begleiten uns ja oftmals solche Gefühle der Ohnmacht, sich ohnmächtig fühlen und machtlos sein. Oder auch das Gefühl, dass andere die Macht über einen haben. Und da möchte ich mal gern mit dir sprechen, wo sowas überhaupt herkommt. Weil der erste Schritt zur Veränderung ist ja auch immer, überhaupt mal zu erkennen, wo etwas herkommt. Grad, Ohnmacht, hallo lieber Oliver, das sind natürlich auch immer Dinge, die ja schon ein großer Knackpunkt sind, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, machtlos fühlen, die daran hindern, den Seelenplan zu entdecken und den Seelenberuf zu kreieren und sich sein freies Leben zu kreieren, wirklich mal so zu kreieren, dass man das Gefühl hat, jetzt bin ich da, wo ich wirklich jeden Tag das Gefühl habe, ich habe was erreicht hier in meinem Leben. Wo kommt sowas her? Mal ein Beispiel. Vieles kommt natürlich in dem Falle oder überhaupt das meiste einfach aus der Kinderstube. Und zwar vielleicht zwei Dinge noch. Einmal können Ohnmachtsgefühle noch in uns sein, je nachdem, wie wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt haben. Hallo, liebe Renate. Wie wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt haben. Mit welchen Komplikationen das vielleicht verbunden war. Wo wir waren, im Kreißsaal vielleicht, mit viel Hektik und keine Ahnung, Stress, egal was. Und hallo, liebe Karin. Da waren wir ja sehr zu 1000% aufs Umfeld angewiesen, dass wir da versorgt werden, dass wir Nahrung bekommen, dass wir warme Kleidung bekommen und später natürlich auch. Und da haben wir uns natürlich vielleicht auch schon mal auf einer gewissen Ebene ohnmächtig gefühlt. Ein anderer Aspekt, der bei ganz, ganz vielen von uns einfach noch mit eine Rolle spielt, ist später so im Kleinkindalter. Gab es ja sicherlich auch bei dir, so wie bei mir auch, mal Situationen, wo die Eltern sich gestritten haben. Und dann haben wir uns eigentlich tief in unserem Herzen gewünscht. Wir haben irgendwie gemerkt, im Nebenraum streiten die Eltern oder vielleicht, wenn wir abends im Bettchen gelegen haben, haben wir gehört, dass im Wohnzimmer die Eltern streiten. Vielleicht ging es auch manchmal so heftig zu, dass wir uns gar nicht getraut haben, aufzustehen, aber auch mit Ängsten dann mit bei uns verbunden. Und oftmals haben wir auch das Gefühl gehabt, die Eltern streiten jetzt wegen mir. Ich bin da schuld. Also Schuldgefühle, Ohnmachtsgefühle in dem Kontext, da greift vieles einfach auch ineinander. Und wenn wir vielleicht tagsüber auch mitbekommen haben, in unserem direkten Beisein, dass die Eltern sich gestritten haben, auch da hatten wir als Kind unbewusst oftmals das Gefühl, die streiten sich jetzt wegen mir. Ist ja auch oft so im Elternhaus, dass die Eltern sich wegen den Kindern streiten. Und wir beziehen es auf uns in dem Sinne, dass wir da uns schuldig fühlen. So, wir wollen ja über das Thema Ohnmachtsgefühle sprechen. Wir wollen ja eigentlich, dass unsere Eltern sich lieb haben, dass sie liebevoll miteinander umgehen, dass sie sich vertragen. Was haben wir da als kleiner Stöpsel gemacht? Ich kann mich da noch nur zu gut an viele Situationen aus meiner eigenen Kindheit, wo ich auch schon älter war noch, also wo ich auch schon in der Schule war, hingegangen bin und geschaut habe, wie ich zwischen meine Eltern gehe und versucht habe, da zu schlichten. Und ich manchmal so hilflos weinend auch da gestanden habe und wollte haben, dass die beiden aufhören zu streiten miteinander. Das macht natürlich ganz viel mit unserer Kinderseele und
Zum einen werden wir ja von den Eltern nicht ernst genommen in der Richtung. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, den Streit von den Eltern zu schlichten, aber es ist ja ein anderes Thema. Aber wir werden ja nicht ernst genommen, sowieso von Erwachsenen überhaupt, allein von der Größe her. Wir werden oftmals als Kinder allein von der Größe her nicht als 100% vollwertige Persönlichkeiten akzeptiert und wahrgenommen. Und schon gar nicht in der Richtung, dass wir den Streit von den Eltern schlichten konnten. Die haben uns ja gar nicht ernst genommen in der Richtung. Und solche Situationen haben wir eine Vielzahl erlebt in der Kinderstube. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, Streit zwischen den Eltern. Und dann fühlen wir uns dieser Situation ohnmächtig ausgeliefert. Wir sind machtlos, wir sind ohnmächtig. Oder ein anderes Beispiel, wo es auch viele Übergriffe gibt in unsere Persönlichkeit, auch als Kinder, so meine Generation vor allem. Heute ist das, ich spreche jetzt mal so zahnärztliche Behandlungen an. Ich kenne solche Situationen, dass da das gesamte Zahnarztpersonal mich festgehalten hat, damit der Zahnarzt da an meinem Zahn rumbohren kann, dass ich auch noch eine Spange im Mund hatte, wo ich den Mund nicht zumachen konnte und ich gefühlt das ganze Dorf zusammengeschrien habe. Oder eine andere, vielleicht nicht so heftige Erlebnis, wo wir einfach, das hatte ich gerade kürzlich beobachtet, und da nehme ich mich nicht aus, wo ein Kind gestürzt ist und ein bisschen am Knie geblutet hatte, aber wirklich nur ganz minimal. Und die Eltern dem Kind unbedingt ein Pflaster drauf machen wollten. Das sind Situationen, ich weiß es nicht, das habe ich mit meinen Kindern früher vielleicht auch mal gemacht. Die wollten halt kein Pflaster und ich als Mama war der Meinung, da muss jetzt aber unbedingt ein Pflaster drauf. Solche Dinge sehe ich heute anders mit meinem jetzigen Bewusstsein, aber mag nicht sein, in frühester Kinderstube von meinen Kindern, die sind ja inzwischen erwachsen, dass es da auch mal solche Situationen gab. Also das Kind, das hat sich total gewehrt und wollte sich auf keinen Fall das Pflaster aufs Knie machen lassen. Und dann sind, das war wohl schätzungsweise die Oma und der Papa hingegangen und haben dieses Kind zwanghaft festgehalten, auch das Knie festgehalten, sodass die Mama da ein Pflaster drauf machen konnte. So, jetzt haben wir drei Beispiele, wo einfach in unsere Persönlichkeit so eingegriffen wurde als Kind, wo wir ohnmächtig waren, wo wir machtlos waren. Was habe ich als Kind für eine Chance, wenn ich beim Zahnarzt bin und drei Frauen halten mich fest, da ist noch so eine Spange im Mund und der Zahnarzt bohrt wie so ein Pferd in meinem Zahn rum und ich schreie vor Schmerzen, gefühlt das ganze Dorf zusammen. Oder diese Situation von dem kleinen Kind, das hat ja keine Chance, sich irgendwie zu wehren. Da gibt es ganz viele Beispiele auch noch, wo wir einfach unsere Erfahrung gemacht haben, die zu Ohnmachtsgefühlen geführt haben. Und das sind so die Dinge, die sind natürlich ab einem gewissen Alter nicht ad acta, sondern die begleiten uns. Die begleiten uns ein Leben lang. Die sind in unserem Unterbewusstsein und teilweise sogar noch eine Etage tiefer. Ich unterscheide immer gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewussten. Hallo lieber Ingo. An das Unbewusste kommen wir noch relativ leicht selbst ran mit gewissen Techniken und Anleitungen. An das Unbewusste ranzukommen, da braucht es wirklich eine Anleitung von außen. Und das sind die Dinge, die uns dann später als Erwachsene ohnmächtig fühlen lassen. Da wundert man sich auch in banalen Situationen, wenn es noch gar nicht mal darum geht, den Seelenplan zu entdecken, in banalen Alltagssituationen wundert man sich dann, warum man sich ohnmächtig fühlt. Und solange diese Themen in einem aktiv sind, kann das natürlich nicht funktionieren. Dann werde ich auch immer das Gefühl haben, in meinem Leben nicht weiterzukommen und auch nichts zu erreichen wirklich, solange das nicht gelöst ist. Mal noch ein anderes banales Beispiel.
Ich habe mal eine Weile mit einer Frau gearbeitet, nur damit du es einfach mal ein bisschen greifen kannst, falls dein Denker jetzt denkt, von was redet die da. So ein verrücktes Beispiel, diese Frau, da kam in der Einzelsession bei raus, dass sie sagte, mein Gott, ich habe sogar Schuldgefühle, wenn es draußen regnet. Mein Kopf sagt mir jetzt als erwachsene Frau, ich kann ja nichts für, wenn es draußen regnet. Außerdem ist es ja gut, wenn es regnet, aber auf irgendeine seltsame Art und Weise kommen Schuldgefühle in mir auf. Und das sind eben so die Erfahrungen, die wir in der Kinderstube gemacht haben, wo Schuldgefühle, Ohnmachtsgefühle, Machtlosigkeit einfach angelegt wurde in unserem Unterbewusstsein, in unserem Unbewussten. Und das sind dann genau unter anderem eines von vielen Verhinderer, wo wir dann einfach versuchen, selbst was hinzukriegen, Beispiel Seelenplan zu entdecken, Seelenberuf zu kreieren, erfolgreich zu werden, also wirklich mal auch in das Gefühl zu kommen, ich habe wirklich was erreicht in meinem Leben. Oder auch abends im kleinen Stil zu Bett zu gehen und sich zu denken, wow, heute war so ein erfolgreicher Tag, ich habe heute wirklich was erreicht. Das sind die Verhinderer. Und solange ich versuche, das selbst irgendwie mich daraus zu katapultieren. Also ich habe das bei mir selbst alleine nicht hinbekommen und hatte mir da auch schon Hilfe geholt. Und man verhält sich da im Grunde genommen mal metaphorisch gesprochen, wie wenn man in einem Boot hockt und auf einem See hin und her navigiert, ohne Navigationsgerät, hierhin schippert, dahin schippert, da mal guckt und da mal guckt. Und da ist irgendwo das rettende Ufer. Und da steht das Herz und die Seele, die stehen auch schon da und rufen, hey, komm hierher. Aber man sieht es nicht, weil man so in seinen Ohnmachtsgefühlen, in seiner Machtlosigkeit auf einer unbewussten Ebene gefangen ist, dass man da nicht hinkommt. Das zu dem Thema Ohnmachtsgefühle, wo die herkommen und wie die, selbst diese Gefühle, dich daran hindern, wirklich deinen Herzensweg zu gehen, erfolgreich zu werden im Leben. Und hallo, liebe Julia. Und wirklich so, ja, deinen Seelenberuf auch zu entdecken und zu kreieren. Auch die dürfen aufgelöst werden. Das ist unter anderem mit der Grund, warum ich mit den wunderbaren Frauen und ein Mann ist ja auch zurzeit dabei, hallo liebe Katrin, als Basis, bevor wir überhaupt wirklich so an das Thema richtig rangehen, den Seelenberuf zu kreieren, sprich, den Seelenplan zu erkennen, warum wir da überhaupt mal eine Basis schaffen, mit einem Mentalprogramm anders anzufangen zu denken und an diese Prägungen und Themen rangehen, damit der Raum da einfach offen ist, damit das dann auch alles wirklich so fruchtet und auf einem stabilen Fundament aufgebaut werden kann. Hat sicherlich auch damit zu tun, ich kann ja nur dir authentisch das weitergeben, was mir geholfen hat. Und deshalb macht es für mich wenig Sinn, dir zu sagen, in 3 Monaten sind wir durch, wir fangen gleich beim Seelenplan an und alles andere, ja, schauen wir mal. Das wäre für mich so ein Schnellschuss, was letzten Endes nicht auf einem stabilen Fundament steht. Und ich gehe mal von aus, du willst genauso wie ich, wenn du deinen Seelenplan erkannt hast, deinen Seelenberuf kreierst, Herz und Seele, davon sprechen wir, das darf an erster Stelle stehen, dass du letzten Endes dich irgendwann auch aus deinem jetzigen Job verabschiedest und wirklich ein stabiles Einkommen dir damit auch kreierst, so wie du dir das kreieren möchtest, dann darf einfach diese Vorarbeit als Grundlage geleistet sein. Okay? Die Katrin schreibt, wenn man diese Verhinderer auflöst, dann ist das so cool. Da arbeite ich gerade dran und es ist erstaunlich, wie viele es davon gibt. Ich bin fasziniert, wie die alles beeinflussen. Ja, genau. Das eine ist die Faszination in Anführungsstrichen, was das wirklich alles mit uns macht.
Und wie wir uns wirklich aber auch von dem ganzen Kram befreien können, wenn wir dann wirklich mal, der erste Schritt ist immer das Erkennen, was da alles, ich bezeichne es ja auch gerne als Schleier, die über einem liegen, die über uns gelegt wurden, Schleier auch teilweise, die wir unbewusst auch übernommen haben. Und es ist einfach meine Erfahrung, dass es da am schnellsten geht, wenn man sich da Hilfe holt. Und das ist der Grund, warum ich mit diesen Dingen als Basis in der Akademie immer anfange, damit da einfach ein freier Raum entsteht, der wiederum den Raum entstehen lässt, wo alles andere einfach, ja, kreiert werden kann und sich entfalten kann und darf. Meine Liebe, ich wollte jetzt noch was zu diesem Thema sagen. Jetzt ist es mir gerade entfallen. Zum einen mal der Hinweis, vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Es gibt, glaube ich, noch zwei freie Termine diese Woche. Wenn du da näher mit mir hinschauen möchtest, dann komm zu mir in eine Durchbruchssession. Da schauen wir einfach mal genau hin und können im Detail auch mal drüber sprechen. Ich habe ja da so viel Erfahrung inzwischen. Und das finden wir auch ganz rasch heraus, was da denn so an Verhinderer, an Knoten, an Energieknoten oder wie auch immer du das nennen möchtest, in dir drin sind, die man lösen kann. Ich schreibe dir den Link gleich hier ins Feld noch rein. Ja, was wollte ich noch mit dir teilen zum Thema? Ich wollte dir noch ein Beispiel bringen, aber es fällt mir jetzt nicht mehr ein. War wohl dann doch nicht so wichtig. Okay, aber nichtsdestotrotz nochmal zusammenfassend. Also, in unserem Unterbewusstsein und auch in unserem Unbewussten, das sind einfach so viele Themen, unter anderem eben auch Ohnmachtsgefühle, die daher rühren aus diesen Erfahrungen aus der Kinderstube, wo wir uns in vielen Situationen ohnmächtig gefühlt haben. Und als erwachsene Frau, als erwachsener Mann fragen wir uns dann, hey, warum? Wo kommt das her? Und wir treten auf der Stelle, gehen mal zwei Schritte vor. Dann mal wieder einen Schritt zurück. Das ist wie so ein Gummiband, das uns immer wieder zurückholt. Und solange das nicht angeschaut und gelöst ist, funktioniert das einfach nicht. Und das jetzt weiß ich wieder, was ich dir sagen wollte. Schau mal, das Wertvollste, was wir wirklich haben, das Wertvollste, was du hast, eigentlich sind es zwei Dinge. Es ist dein Leben und die damit verbundene Lebenszeit. Und du kannst zu jeder Zeit alles an Prägungen, an Themen aus deiner Kinderstube, an Blockaden, an nicht förderlichen Gefühlen, was auch immer es ist, kannst du auflösen mit Hilfe. Aber keiner von uns kann wertvolle Lebenszeit zurückdrehen. Keiner von uns kann das. Und unsere Seele, die mag auch weiterleben, wenn wir den Körper hier verlassen. Aber in unserem jetzigen Körper haben wir nun mal nur das eine Leben. Nur dieses eine Leben. Und da verhalten wir uns aber so, als hätten wir viele Leben, als sei das Leben unendlich. Das Leben unserer Seele mag unendlich sein, aber das Leben in unserem jetzigen Körper, das ist nun mal endlich. Und ich glaube nicht, dass du hier auf die Erde gekommen bist und dir vorgenommen hast, einfach das Leben so an dir vorbeiziehen zu lassen, sondern auch du, hallo liebe Gabriele, sondern auch du bist, und das glaube ich ganz fest, hierher gekommen mit einem Seelenplan, mit einer Idee, was du hier an Spuren hinterlassen wolltest, was du hier eigentlich machen wolltest. Und was bislang alles war, das gehört auch zu deinem Weg dazu. Und genau das macht dich auch einzigartig.
Und daraus gilt es einfach, alles Weitere jetzt wieder zu entdecken und zu entfalten. Dein Potenzial zu entdecken, dein Potenzial zu entfalten. Immer unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Weil dieses Helfersyndrom, das haben wir alle irgendwo ein Stück weit. Genau, also wenn du näher hinschauen möchtest in der Durchbruchsession, ich poste dir den Link jetzt hier gerne rein und dann schauen wir da unter vier Augen im vertraulichen Gespräch, was genau denn so deine Verhinderer sind, okay? Damit du auch endlich mal sagen kannst, hey, es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt und habe meinen Seelenplan entdeckt und lebe ihn jetzt auch. Alles Liebe, bis ganz bald. Tschüss.